Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir heute als allererstes auf die neue Single von Massiv und Manuelsen zu dem kommenden Collabo-Album. Ghettorisiert heißt der Song. Produzent steht nicht bei. Checkt in den Credits ab, ihr wisst doch Bescheid. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein in den Song. Heimatland kam zuletzt raus. Welcher Song war nochmal davor? Den ich sogar. War das einfach Ghetto? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall den Song fand ich überkrass. Und dass das in so eine straßenlastige Richtung geht wie bisher, hätte ich es nicht erwartet. Und ich muss sagen, ist noch lange hin. Ich glaube, im September erscheint das Album erst. Und ich freue mich wirklich drauf. Aber wir gucken uns mal an, was die beim dritten Song jetzt gemacht haben. Dort im Ghetto wie das Lidl. Wie die Zigaretten kippen so auf der Straße. Ist schon nice, ist wieder so sehr Straße. Ich habe ja auch schon diesen Ausschnitt auf Insta, diesem Video seht ihr ja immer schon. Ich glaube, diesen Anfang hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon mal gesehen. Und Massiv mit seiner Stimme und dann dieser Atmosphäre, diese Street Credibility. Ich feiere das übertrieben, wenn Massiv so rappt, Alter. Feier ich tot, Alter. Aber ich bin eh über die Jahre auch ein großer Massiv-Fan geworden. Gehört zum Ghetto wie eine unregistrierte Waffe. Gehört zum Ghetto wie das Butterfly in deiner Tasche. Gehört zum Ghetto wie die Mucke, die vom Benz dröhnt. Gehört zum Ghetto wie die Tränen meiner Mutter, Bruder. Gehört zum Gehört zum. Ghetto wie die Tränen meiner Mutter, Bruder. Digga, ist von der Track-Art echt geil. Der erzählt halt alle Sachen, nur auf die zum Ghetto gehören. Und genauso wie diese allen schlechten Dinge, wie die Tränen meiner Mutter. So alles, was passiert ist, das Ghetto, alles, was da passiert ist, was dabei ist, so gehört halt alles zusammen, weißt du, hat daraus ist ja auch massiv entstanden. Ghetto wie der Gürtel meines Papas. Gehört zum Ghetto wie ne volle Ladung Kala. Erzähl mir nichts vom Ghetto, ich erkenne einen Mann anhand der Haltung seiner Kippen. Wer ist Willkommen? Ich kenne Gehört zum einen Ghetto Mann wie. an der Handhaltung seiner Kippen. Ist auch eine nice Zeile. Also so, mir brauchst du nichts erzählen, so von den Blocks, Hochhäusern oder was du angeblich alles erlebt hast. So, erzähl mir doch nichts. So, feiere ich auch diese komplette pure Straßenatmosphäre, die er hier rüberbringt und vom Inhalt her sehr nice. Du hörst gleichzeitig, finde ich, diesen extremen Hass oder kämpferisch. Wie, man hört, dass seine Stimme hier auf diesem Track nochmal anders rüberkommt, finde ich. Kombiniert. Ja, was soll ich sagen? Gefällt mir ganz gut. Das hier scheint ja auch zu hoch zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie Manuelsen hier noch auf den Track klingen wird. So. Aber sonst ist ein starkes Ding, sage ich euch so, wie es ist. Ich kann jetzt von der ersten Reaktion noch nicht sagen, ob ich ihn besser finde. Weil den ersten Track, der zur Albumankündigung auch rauskam, den fand ich so übertrieben krass. Deswegen muss man erst abwarten. Ich muss den Manuelsen-Part und die Hook nochmal laufen lassen. Und nach einer Reaktion ist sowieso schwer. Man muss einen Song erst öfter hören, finde ich. Das Steak, das man satt wird, wird hier. Im Ghetto ist hier. Hier, wo man Sätze vom Casino zitiert. Wo man Schlappen in die Fresse kassiert. Hier sind Ghetto ist hier. Ghetto wie ein Ton. Wie es Manuelsen macht, das ist auch so geil, feier ich übertrieben. Ist jetzt nichts Wildes, aber ich feiere, dass so ein Rapper so ihr eigenes Ding haben. Von dieses, wie bei Bushido warten alle auf dieses Yeah. Ja. Und hier dann das oder bei UFO dieses Ja, ihr wisst schon Bescheid. Was gibt's noch? Bei Shindy ist halt auch viel mit diesem A. Oder dieses Bitch, was er früher immer viel gehabt hat. Ja, und gibt's zig Sachen, so diesen Wiedererkennungswert, so feier ich halt übertrieben. In die Zähne und Schnee und Wunde. Rapper deines Ghettos ist sich schräg genommen. Chaschnis auf Abschiebung. Mitte sie trinken in ihren Tränen und Jungs sind mit Fiktionsbestätigung. Ist nice, er kommt ja auch richtig Ghetto, richtig so rüber, so laufen wir nicht im Weg, kommen wir nicht in die Quere mäßig, so der krasseste in deinem Ghetto, so diesen angeblichen Ghetto ist so, hol mir ihn, ich mach ihm Platz, so mäßig. Finde ich nice. Ich dachte erst, er macht jetzt auch so ein, ich gehöre im Ghetto wie das. Wäre vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer geworden, deswegen ist es gut, dass sie das hier anders gemacht haben, finde ich. Feiere ich sehr. Kommt gut Abwechslung rein. Ich glaube andersrum, vielleicht hätte man es auch gefeiert, aber ich glaube, dass die es so besser gewählt haben. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ghetto wie
Haram, der in deinen Sinn kommt. Weil dass der Holländer dieses Mal mit Gift kommt. Fick mit unserer Ehre und wir ficken dich mit Blei. Aber trotzdem fick sind mit unserer Ehre und wir ficken dich mit Blei. Nice Zeile hier an der Stelle, ich mal nochmal zurück. Hier ist das Leben keine Sendung, hier ist Brennpunkt. Ist halt auch super nice so. Das ist halt auch, Rap ist halt der Stimme der Unterdrückten, der Straße, so alles, was so eigentlich nicht gesagt werden, so in den Medien oder so im Fernseher, so weißt du. Das feiere ich halt auch immer im Rap und die berichten halt einfach darüber, aber ist halt also so vieles gespielt und alles und die. Ja, was soll ich jetzt sagen? Nice, das Ding, ich freue mich wirklich auf das Album und ja, wir lassen jetzt nochmal gleich die Hook auf uns wirken und dann schreibt mir natürlich auch gerne, was ihr von dem Song haltet und überhaupt von dem Collabo-Album bisher. Wir werden hier mit Nikes kombiniert, hier wird das Steak, das man satt wird, verdient. Wir sind ghettoisiert, hier wo man Sätze wohnt, Casino zitiert, wo man Schlappen in die Fresse kassiert. Wir sind ghettoisiert, Gucci's werden hier mit Nikes kombiniert, hier wird das Steak, das man satt wird, verdient. Wir sind ghettoisiert, hier wo man Sätze wohnt, massiv reißt hier förmlich ab mit der Hook, dem Part. Ich finde die Stimme einfach nochmal anders, krasser, vielleicht hungriger, vielleicht hasserfüllter, ich kann es nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall auch die richtige Antwort für mich auf diese ganze Kilomatik-Geschichte von letzter Woche, war das? Oder vor zwei Wochen, weiß nicht mehr ganz genau. Da sollte eine Single rauskommen von Kilomatik. Sein Signing bei Qualiteta, ihr kennt ihn alle. Und ich glaube, die sind bei Sony, wenn ich nicht falsch informiert bin. Falls doch, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, und der konnte den Song so nicht raushauen, weil die sich im Rap einmischen alle. Auch vielleicht wegen dieser Samra-Geschichte und was weiß ich nicht alles. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Aber die wollen Rap jetzt so mehr zensieren, Alter. Und das geht gar nicht. Finger weg von unserem Rap, sag ich da nur. Wir sind halt keine Mainstream-Musik, sondern wir sind Rap. So. Weißt du? Die sollen sich alle von uns, von unserer Musik verpissen, Alter. Casino zitiert, wo man Schlappen in die Fresse kassiert. Wir sind ghettoisiert, Gucci's werden hier mit Nikes kombiniert. Hier wird das Steak, das man satt wird, verdient. Wir sind ghettoisiert, hier wo man Sätze wohnt, Casino zitiert, wo man Schlappen in die Fresse kassiert. Wir sind ghettoisiert. Der des Songs, ne, Digga, wenn du vorher nicht im Ghetto gelebt hast vom Kopf her, nach diesem Track bist du der krasseste in deinem Ghetto sozusagen. Ihr wisst doch schon Bescheid, Alter, ich feier den Track. Krass. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob ich den ersten besser finde oder den. Also ich denke, den ersten fand ich noch krasser. Aber man wird sehen, wie lange man den Track hört und so. Kann man jetzt schlecht sagen. Beim ersten Mal hören, so ist so eine Sache. Manche Sachen fallen dann noch nicht auf. Manchmal wird es auch beim zweiten oder dritten Mal immer besser. Ihr kennt es doch. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn du Rap so feiert wie ich, Alter, lasst ein Abo da. Aber wir gucken noch, ob noch was passiert. Alle Blicke an, wir stecken alles mit der Vollautomatik in Brand. Wir legen alles hier in Schutt und Asche, stark Alarm. Du siehst einen 2 Meter Garnese in einem Panzer fahren. Wir sind Terminator. Ja, wie gesagt, hier nochmal, ich wollte kurz warten mit dem Datum, aber sonst 10. September kommt das Album Ghetto von Massiv und Manuelsen raus. Supported Rap, Pushed Rap, guten Rap. Ja, wer Bock hat, sich eine Box zu holen, holt euch eine Box, sonst streamt das Album, wenn es draußen ist. Und ja, sonst habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da und ja, lasst uns Rap nach vorne bringen und ich bin raus, meine Freunde.